Auf der Inneren behandelt das Team um Assistenzärztin Miriam Dietz jetzt die 54-jährige Frieda Müller. Die Landschaftsgestalterin wurde wegen starker Schmerzen in der Brust von ihrer Haushaltshilfe in die Klinik gebracht. Darf die Frau Brüning hier bleiben? Ja, ja, ich kann hier bleiben. Alles okay. Gut. Darf ich kurz fragen, wem die Krücken gehören? Mir. Und wofür brauchen Sie die? Ja, ohne geht nicht mehr. Ja, sie hatte vor 2 Jahren einen Autounfall gehabt mit ihrem Sohn, leider. Und seitdem braucht sie die Krücken. Also ohne die geht gar nicht. Lass mal meinen Sohn da raus, ja? Ja. Ja. Okay. Sie redet halt nicht gerne darüber, aber es muss ein Muss. Ist er bei dem Autounfall verletzt worden, der Sohn? Ja, da möchte ich gar nicht drüber reden. Okay. Das spielt hier gar keine Rolle. Okay, gut. Aber Sie können seitdem nicht mehr richtig laufen. Nee, genau, richtig. Und deshalb bin ich seitdem auf Hilfe angewiesen. Und dann habe ich hier Elisa, meine Putzer, jetzt im Haus. Und okay, können wir das Wort ja, Haushaltshilfe, wollen Sie sagen, ne? Ja, alles gut. Sie hilft mir im Haushalt ein bisschen. Sie meint das und nicht so. Kocht also. Dann auch, will gesund kochen. Naja, so, das schmeckt da eingeschwollene Füße, das kann nur gesund sein. Ja, du bist so viel am Rauchen. Und dann ist das nur das ist ein Ausgleich, wenn du so gesund ist, oder? Immer alles auf. Wie viel rauchen Sie? Ab und an mal ein bisschen. Nee, eine ganze Schachtel. Jetzt übertreibt man nicht, ja? Doch, du rauchst viel. Ja. Okay, wie lange schon? Du sagst 2 Jahre. Okay. Seitdem der Unfall passiert ist. Ja, okay, ja, Frau Müller, also, Sie sind gekommen mit Brustschmerzen, habe ich jetzt hier gelesen. Die Kollegen haben ja schon Blut abgenommen, der Tropf ist negativ, ihr EKG war unauffällig. Alles in Ordnung. Naja, alles in Ordnung ist nicht, ne? Das, was Sie beschreiben, könnte ja schon so eine Angina pectoris-Symptomatik sein. Das heißt, dass es schon im Herzen ein Problem mit der Versorgung gibt, mit der Blutversorgung des Herzens. Ich würde Ihnen jetzt einmal auf Lunge und Herz hören und dann gucken wir uns das Herz noch mal im Ultraschall an. Mhm. Ja? Wenn es sein muss. Bei Frau Müller war hier wirklich alles auf den Ausgangspunkt zurückzuführen, dass sie vor 2 Jahren einen Unfall hatte und ihr Sohn seitdem verschwunden war. Das hat sie doch psychisch, glaube ich, sehr mitgenommen, sehr belastet, wodurch sie dann auch sich einfach hat hängen lassen, wieder angefangen hat zu rauchen, sehr viel zu rauchen, sich nicht bewegt hat und einfach auf sich auch nicht mehr geachtet. Das sieht man schon mal häufiger, dass Patienten, wenn so ein schlimmes Lebensereignis passiert, danach sich dann auch mal gehen lassen, auf ihre Gesundheit nicht mehr achten. Das ist wirklich, das kann sehr dramatisch und sehr schlimme Folgen haben. Sie haben schon ein bisschen Atemgeräusche, ne? Das, was wir bei Patienten tatsächlich auch hören, die lange rauchen und viel rauchen. Ich rauche ja gar nicht lange. Ja, aber schon nicht wenig. Komm, sag, dass mit dem Luca passiert ist. Mensch, jetzt hör auf mit dem Luca. Der hat hier gar nichts zu suchen jetzt. Lass den Junge da raus. Frau Müller, einmal Sie bitte nicht reden. Ist das der Sohn? Der Luca ist der Sohn, ja. Der heute 23-Jährige ist seit dem Autounfall vor 2 Jahren wie vom Erdboden verschluckt. Wohin und warum, weiß niemand. Für Mutter Frieda eine sehr belastende Situation. Haushaltshilfe Elisa versucht daher nach Kräften, die Landschaftsgestalterin auch seelisch zu unterstützen. Ja, toll, wenn man so eine gute Seele zu Hause hat, ne? Ja, sicher. Da träumen andere von. Ja. Sie hat auch eine gute Seele. Sie ist halt ein bisschen jetzt gerade nervös. Ja, kann man ja auch verstehen, ne? Beim Kardiologen waren Sie auch noch nie. Nö, hab ja nichts. Okay, Frau Müller, das sehe ich ein bisschen anders. Also Ihr Herz, zumindest Ihre Herzklappen sehen soweit in Ordnung aus. Das Herz pumpt, aber... Alles gut. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Sie nicht was an Ihrer Aorta haben. Also an Ihrem größten Blutgefäß, was abgeht vom Herz. Das heißt? Sieht ein bisschen aus, als hätten Sie da so eine kleine Vergrößerung. Das ist ein bisschen schwierig, in so einem Ultraschall zu beurteilen. Da würden wir jetzt noch weitere Untersuchungen machen, ja? Auch noch. Ja, also ich würde Sie tatsächlich einmal in die Radiologie schicken. Mhm. Und dann würden wir ein sogenanntes CT-Angio machen. Das ist sowas, da kriegen Sie Kontrastmittel, damit wir die Gefäße sehen können. Ja, dann können wir auch die ganzen Koronararterien sehen. Und sehen, ob diese Symptomatik, die Sie beschreiben, tatsächlich vom Herzen kommt oder von einer Minderversorgung des Herzens. Legen Sie sich ruhig wieder bequem. Und dann können wir auch sehen, ob mit der Aorta auch alles in Ordnung ist. Es kann in Ihrem Alter halt schon mal sein, dass man da so ein Aneurysma hat. Ein Aneurysma ist eine Aussackung der Gefäßwand von einer Arterie. Dadurch kommt es dazu, dass der Blutfluss verändert wird und das Blut zwischen die Wände der Arterie fließen kann. Das birgt einfach das Risiko, dass das weiter einreißt. Oder im schlimmsten Fall, dass das Ganze platzt und die Patienten dann innerlich verbluten.
Und sie haben auch einen zu hohen Blutdruck, ne? Und sie haben diese AP-Symptomatik. Ja, ja. Und ihre Haushaltshilfe sagt ja auch, sie haben das öfter. Das heißt, das sollten wir sowieso medikamentös einstellen. Aber die Konsequenz daraus ist, Frau Müller, wenn Sie daran nichts ändern und so weiter leben, dann kriegen Sie irgendwann einen Herzinfarkt. Deswegen bleiben Sie jetzt bitte einmal in der Klinik. Wir machen die komplette Diagnostik. Wir stellen Ihren Blutdruck vernünftig ein. Und dann klären wir das mit Ihrem Herzen auch ab einmal jetzt, ja? Ich kann aber auch übertreiben. Ach komm. Das ist Ihr Herz, das ist das zentrale Organ. Das ist nicht übertrieben. Falsch. Oh, Sie dürfen einmal umsteigen. Wie ernst es um die 54-Jährige steht, kann sich erst durch die radiologische Untersuchung herausstellen. In der Zwischenzeit behandelt Assistenzärztin Miriam Dietz einen 23-Jährigen mit heftigen Hautproblemen. Herr Müller, Sie mal, ich nehme es ab. Ja. Dietz ist mein Name, ich bin die Ärztin hier. Warum sind Sie hier? Ja, ich habe mir hier was aufgekratzt. Mhm. Anscheinend habe ich mir eine Allergie in Tansania zugezogen. Sie kommen gerade aus Tansania wieder? Ja, schon 2 Wochen bin ich jetzt in Deutschland. Okay, und seitdem sehen Sie so aus? Ja. Die ganze Zeit über und Sie gehen jetzt erst zum Arzt? Oh, das ist ein schöner Ausschlag. Ja, in Tansania haben die halt keine guten Ärzte, keine guten Hilfsmittel. Ja gut, aber wenn Sie schon 2 Wochen hier sind, sind Sie denn auf irgendwas allergisch? Nicht, dass ich wüsste. Hatten Sie vorher noch nicht? Mhm. Wie lange waren Sie in Tansania? Das sind jetzt 2 Jahre. Die waren 2 Jahre da? Und haben Sie es jetzt erst am Ende bekommen oder hatten Sie das immer wieder und ist das wieder weggegangen? Das habe ich bekommen jetzt. Aber Sie kratzen auch schön daran rum, ne? Wir hatten noch einen sehr jungen Patienten mit Ausschlag an den Armen und am Hals, der vor 2 Wochen erst aus Tansania zurückkam. Und zuerst dachte ich, dass das wahrscheinlich auch der Auslöser für die Allergie ist. Aber es sollte sich herausstellen, dass er den Auslöser dann doch eher mitgebracht hat zu uns. Wie haben Sie denn, als Sie in Tansania waren, da gelebt? Also, wo haben Sie gewohnt? Wie waren so die Verhältnisse? So ein Dörfchen, so hotelmäßig, so Hostel, so wie man es kennt, halt nur so ein bisschen abgestanden. Nicht gerade sauber, nicht hygienisch, aber was soll man machen? Also, ich habe da ja gelebt, so auf Lau, so. Ich musste ja, wie soll ich sagen, ich arbeite da ehrenamtlich. Lobenswert. Dankeschön. Ich mache das Ganze halt ohne Geld und baue da halt gesund Brunnen, so. Irgendwie für die Dörfer da oder Schulen für die Kinder. Da helfe ich halt mit. Okay. Wie war die Ernährung so da? Haben Sie viel abgenommen jetzt in der Zeit? Ja, wie Sie sehen, ja, ist da nichts wirklich dran. Ja, das Ganze muss ich leider sagen, ich komme mit Fertig-Sandwiches zurzeit aus. So. Und auch da habe ich eigentlich nur Fertig-Sandwiches gegessen, weil es ist günstig. Mhm. Ich werde davon satt. Und okay. Ja, ich habe sogar eins da, wenn Sie es mal sehen wollen. Sie haben die mit? Ja. Ja, warum nicht? In Ihrer Tasche? Ja. Bleiben Sie sitzen. Okay. Also, Sie haben jetzt hier, seit Sie zurück sind, auch ein bisschen Probleme, sich das Leben zu finanzieren, wenn ich das so richtig verstehe. Ja, aber ich habe halt keine Zeit jetzt richtig gefunden, um das Ganze jetzt kontrollieren zu lassen und so. Es war jetzt auch erst vor kurzem richtig schlimm geworden und so. Aber okay. Irgendwann habe ich gesagt, es reicht so. Ja. So, da ist es. Meinen Sie, das sieht normal aus? Nein. Sowas essen Sie dann noch? Ich muss satt werden. Okay, Herr Müller, das ist... Aber Sie wissen ja, die Pilzsporen, die sind ja giftig für uns. Dann können wir das mal wegschmeißen. Ja, aber selbstverständlich. Wie soll man sonst auskommen ohne Essen? So, Ja gut, aber Herr Müller, ich vermute mal, dass Sie einfach eine Allergie gegen Schimmelpilze haben. Das haben ganz viele. Und normalerweise ist es so, dass wenn wir in Häusern wohnen, wo Schimmel ist, was kann ich mir vorstellen, in so Ländern wie Tansania wahrscheinlich häufiger mal vorkommt, dass wir dann Probleme mit der Lunge bekommen. Und wenn Sie das essen, können Sie dann halt auch Probleme mit der Haut bekommen, weil das vom Körper aufgenommen wird und der Körper allergisch darauf reagiert. Ja. Das ist wirklich nicht gut. Des Weiteren sehen Sie ziemlich mangelernährt aus. Also Sie sollten dringend sich hier an irgendwelche Stellen wenden, dass Sie Unterstützung bekommen, damit Sie sich besser ernähren. Sie kriegen jetzt von uns ein Medikament über die Vene gegen den Ausschlag erstmal, gegen die Allergie, ja? Wenn Schimmel auf Lebensmitteln ist, dann sollte man bitte nicht nur den Teil mit dem Schimmel abschneiden und den Rest essen. Die Sporen, die sich verteilen über das ganze Lebensmittel, sieht man nicht. Also eigentlich ist alles kontaminiert, was in der gleichen Verpackung ist. Deswegen, sobald dann irgendetwas Schimmel ist, das bitte wegschmeißen.
Und dann würde ich Sie bitten, einmal zu Ihrem Hausarzt zu gehen und dann auch einen Allergietest machen zu lassen, ja? Im schlimmsten Fall kriegen Sie irgendwann einen anaphylaktischen Schock und kippen um. Nicht kratzen, okay. Bitte. Genau, wir können auch sonst eine Cortisonsalbe drauf machen, ja? Sie kriegen gleich noch eine Salbe da drauf, ja? Dann hört das auch auf zu jucken. Aber durch das Medikament geht das auch relativ schnell weg, auch der Juckreiz, okay? Während Schwester Olga die Versorgung des 23-Jährigen übernimmt, eilt Miriam Dietz zur nächsten Behandlung. Noch einmal 20 Minuten später ist Patientin Frieda Müller aus der Radiologie zurück. Die Bilder zeigen tatsächlich eine kleine Auffälligkeit. Und auf Station dann der nächste Schock. War doch gut, dass Sie gekommen sind. Hoppala, was ist das? Was ist schon, Müller? Mein Sohn. Oh, da ist doch Müller. Haben Sie Probleme mit der Luft? Nicht, aber mein Sohn. Was? Das kann gar nicht sein. Doch. Hey, beruhig dich mal. Das ist gerade alles gut. Müller, was ist? Wo haben Sie Schmerzen? Mir brennt alles. Wen hast du da gesehen? Okay, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie sitzen. Frau Müller, wo tut es genau weh? Hier tut's mir weh und da. Ich weiß nicht, tut alles weh. Kriegst du eine Luft? Sag mal, zieh mal schnell. Einmal schnell rein. Ganz ruhig. Langsam atmen. So, ganz langsam. Vorsicht, Arme drin lassen. Ganz langsam atmen. Ich habe sie erst gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, die halluziniert. Sie war im Fahrstuhl noch ganz normal und auf einmal schrie sie immer Luca, Luca, Luca. Ich wusste zwar, dass das ihr Sohn war, aber man hatte mir ja gesagt, das ist unmöglich. Das war schon sehr seltsam und hat echt große Rätsel aufgegeben. Das war der, du Frau Müller. Kannst mir glauben, doch, das war der Luca. Ich hab doch nicht. Sie kriegen ein bisschen Sauerstoff von uns, ja? Damit das Atmen einfacher wird. Der Zustand der 54-Jährigen bereitet Miriam Dietz Kopfzerbrechen. Aus diesem Grund ordnet die Assistenzärztin an, Friedas Herz mittels eines 12-Kanal-Elektrokardiogramms zu untersuchen. Das Ergebnis ist beunruhigend. Das ist mein Sohn. Ich habe meinen Sohn gesehen. Das kann überhaupt nicht sein. Okay. Frau Müller, versuchen Sie einmal ganz ruhig zu liegen, ja? Und ruhig zu atmen, bitte. Ich hab den Luca gesehen. Frau Müller, du musst den Luca sehen. Frau Müller, bitte. Bitte hören Sie mir zu. Sie müssen sich beruhigen. Sie haben einen Herzinfarkt. Wir gehen jetzt ins Herzkatheterlabor, ja? Das muss wieder aufgemacht werden, damit Ihr Herz wieder richtig funktioniert, okay? Frau Müller, versuchen Sie, sich zu beruhigen. Okay, ab. In der Situation, in der Frau Müller wirklich so massiv gestresst war und die Symptomatik entwickelt hat, habe ich das, was sie gesagt hat über ihren Sohn, nicht so ganz ernst genommen, weil ich dachte, sie ist einfach so aufgeregt, hat sich vielleicht irgendwas eingebildet oder jemanden gesehen, der ähnlich aussieht. Allerdings sollte ich mich hier schon getäuscht haben. Sie sagt eben, ihr hat Luca gesehen, das kann überhaupt gar nicht sein, weil der ist vor 2 Jahren einfach verschollen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie was sieht, was nicht ist. Weil sie ist auch momentan durcheinander viel und also das schockiert mich jetzt. Kann ich Ihnen jetzt so auch nicht sagen, ne? Wir müssen jetzt erstmal abwarten, ja? Ich kann ja jetzt nichts zu sagen, ob sie ihren Sohn gesehen hat oder nicht, weiß ich nicht. Setzen Sie sich erstmal hin, bewahren Sie Ruhe und dann gucken wir später, wenn sie zurückkommt. Ja, sie wird danach aber erstmal auf die IMC gehen, das ist unsere Intermediate Care, sowas wie eine Intensivstation. Ob Frieda tatsächlich ihren vermissten Sohn gesehen hat oder ob eine Verwechslung vorliegt, kann jetzt nicht geklärt werden. Denn zunächst steht eine lebenswichtige Not-OP an. Am folgenden Morgen schaut Miriam Dietz, wie ihre Patientin den Eingriff verkraftet hat. Hallo, Frau Müller. Frau Müller. Wie geht's Ihnen? Geht's besser? Ja. Bei ihm wurde ja der Herzkatheter gemacht. Mhm. Ne? Es war tatsächlich so, dass sie einen Herzinfarkt hatten. Das haben Sie wahrscheinlich ja schon gehört. Mhm. Die haben aber die betreffende Arterie dann mit einem Ballon aufgedehnt, sodass das Herz jetzt kein Problem mehr hat, weil es wieder durchblutet wird. Sie haben aber tatsächlich, haben die dann nämlich auch gesehen, ein kleines Aneurysma an der Aorta, also an der großen Arterie. Das ist so eine kleine Aussackung der Wand. Mhm. Das wird aber nur kontrolliert. Das ist jetzt nicht so, dass wir das behandeln müssen. Ach so, das wird nicht operiert werden? Das wird nicht operiert, wir kontrollieren es aber. Mhm. Ganz wichtig ist aber tatsächlich, dass sie aufhören zu rauchen und dass sie anfangen, sich mehr zu bewegen. Also wirklich auch zur Krankengymnastik, Physiotherapie gehen, damit sie wieder vernünftig laufen lernen, ja? Sie sich gesund ernähren. Ich wollte Frau Müller am nächsten Tag noch mal besuchen gehen, um zu gucken, wie es ihr geht und noch mal alles Medizinische mit ihr zu besprechen. Und dann hatte ich auch noch eine sehr große eigentlich Überraschung für sie und wollte sie vorher noch mal ein bisschen darauf vorbereiten. Ich habe Besuch mitgebracht. Oh.
Versprechen Sie mir, dass Sie sich nicht zu sehr aufregen. Sollen wir den einmal reinholen? Jo, ja? Sind Sie bereit dafür? Na klar, okay. Natürlich. Kannst du einmal reinholen? Ich sitze in der Ecke, hole ich eben. Ne? Danke. Okay. Ja, bestimmt freuen. Bestimmt Elisa. Ja, vielleicht auch noch jemand anders. Da, Ihr Besuch. Nicht aufregen. Hm? Kommen Sie rein. Oh Junge. Oh, tut mir so leid. Ist doch nicht schlimm, mein Junge. Ist doch nicht schlimm. Oh, viel schlimmer war, dass du auf einmal weg warst. Damit hast du mir viel mehr wehgetan, dass du einfach abgehauen bist. Alles andere ist nicht schlimm. Aber das ist doch nicht schlimm gewesen. Das war wirklich nichts. Warum waren Sie denn jetzt so lange weg, ohne sich bei Ihrer Mutter zu melden? Mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben. Und ich bin Auto gefahren. Und hab einen Unfall gebaut und hab meine Mutter verletzt. Deshalb habe ich auch die Krücken, ja. Aber ist doch nicht schlimm. Das hätte mir genauso passieren können, wenn ich gefahren wäre. Das trifft dich aber doch gar nicht. Aber wegen mir musst du auf Krücken gehen, bei mir alles. Aber das ist doch nicht schlimm. Deshalb musst du doch nicht einfach verschwinden. Da habe ich mir viel mehr Sorgen drum gemacht. Und das war viel schlimmer. Herr Müller, da müssen Sie wirklich nicht. Ein Autounfall, das kann jedem passieren. Ne? Das ist nicht Ihre Schuld. Das passiert. Das ist einfach so. Das Leben. Im Nachhinein kann man natürlich schon sagen, dass diese ganze Verkettung von Umständen im Endeffekt dazu geführt hat, dass Frau Müller ihren Körper so schlecht behandelt hat, dass sie krank geworden ist am Ende. Dass ihr Sohn halt einfach gegangen ist, nicht da war, sie sich auch unfassbare Sorgen gemacht hat. Dann dieser Unfall, der das Ganze ausgelöst hat. Ich hoffe jetzt einfach, dass das Ganze sich wieder klärt und Frau Müller wieder mehr Lebenswillen auch hat. Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo Sie wieder ein bisschen an sich arbeiten müssen, dass Sie wieder ans Laufen kommen auch. Ja, und das auch. Und ja, ist er ja wieder da, mein Lukas wieder da. Und ich glaube, der Herr Müller freut sich auch, wenn er wieder ein Zuhause hat, wo er was Vernünftiges zu essen kriegt. Ja. Und dein Essen schmeckt gar nicht so schlecht. Nicht wie eingeschlafene Füße, ist alles gut. Frieda konnte die Klinik nach einer Woche verlassen und die Reha beginnen. Inzwischen wohnt sie mit Sohn Luca zusammen, der ein Studium der Entwicklungshilfe begonnen hat. Zusammen mit Haushaltshilfe Elisa unterstützt er seine Mutter.